Hallo meine Freunde, da sind wir wieder bei der DevRing. Bin wie immer noch zu Hause aufgrund einer Verletzung. Es ist gerade 10 Uhr. Noch nicht viel los im Spiel. Ich habe meine Lobby erstellt. Bis jetzt sind wir alleine. Das heißt, dann spielen wir auch erstmal alleine die Runde. Ich habe den Apothecary ausgewählt als Klasse mit der Höllenfeuer. Als Nahkampfwaffe. Die Mission ist Spezialmission 10. Die kommt später noch mit dem DLC dazu. Die hat auch jeder. Ansonsten halt Teambeschuss aktiviert. Das heißt, ich könnte mir selber Schaden zufügen mit der Höllenfeuer aufgrund der Explosion. Und halt Schwierigkeitsgrad, keine Gnade, der höchste wie immer. Das Missionsziel ist, einen Brutlord zu töten. Da mal gucken, wie wir den alleine besiegen können. Ich fürchte schon glatt, den schaffen wir nicht ohne zusätzliche Feuerkraft. Hier müssen wir kurz ein bisschen warten. Die Gegner kommen immer wellenförmig. Das heißt, wenn man jetzt hier ein paar erledigt hat, dann hat man kurz ein paar Sekunden Ruhe und könnte durchlaufen. Aber da ist schon jemand beigetreten. Dann wird es auch angenehmer sein, jetzt hier durchzukommen. So, jetzt können wir durchlaufen. Hier links kann man runterspringen. Erledigen wir den MG-Schützen dann noch. So, laufen wir hier unten lang. Weil hier müsste ein Relikt sein am Ende. Da ist ein automatisches Geschütz. Da will ich mal kurz rausschießen. Ja, jetzt ist es kaputt. Und hier um die Ecke müsste dann das Relikt sein. Das gibt nur Erfahrungspunkte. Oder ne, falsche Seite sind wir. Das ist dann auf der anderen Seite. Okay, der hat es noch überlebt, aber jetzt ist er tot. Mal kurz auf die Map gucken, ja. Ah, hier, doch, war die richtige Seite. Hier hinten lag es, hab's doch gerade gehört. So, jetzt habe ich gerade im Chat nochmal geschrieben, was unser Missionsziel ist, damit er Bescheid weiß, weil wir ja den Brutlord da besiegen müssen. Und wenn er uns überrascht oder nicht darauf vorbereitet sind, erledigt er uns. Ah, na. Passend zur Höllenfeuer, die Waffe, die ich ausgeschüttet habe, weil die halt Flächenschaden verursacht, auch an einen selber. Wenn man in der Wolke steht, habe ich halt als Perks automatische Lebensregeneration und den Extras. Das halt den verursachten Schaden, den ihr bei euch selber verursacht, wieder heilt. Ansonsten wäre sie nicht vernünftig spielbar, wenn man mit aktivierten Teambeschuss spielt. So, da vorne müsste er herkommen. Ist er schon? Nein. Von da rechts müsste er dann kommen. Okay, wo ist er? Ah. Na, schaffen wir ihn? Ja, doch, schaffen wir.
Den haben wir. Haben wir besiegt. Infestation is spreading in your area. You must slow the enemy's reinforcements. Destroy these nests. So, jetzt laufen wir hier außen noch rum. Hier gibt es übrigens einen Trick, wie man ein kostenloses Portal bekommt. Zurück zum Klassewechsel oder vor der Heilung. Man muss einfach sich hier hinstellen. Hier drauf, hier drauf sprinten und dann kann man runterspringen. Und wenn man dann da das Rohr runterspringt, stirbt man nicht, sondern man kommt zurück ins Portal. So. Hier vorne ist eine Sackgasse, aber da ist noch ein Relikt. Das sammeln wir noch auf. Übrigens können hier Gegner die Wand runterklettern, hier und da, oder hier und da. Da muss man aufpassen. Ja, da kommen die schon. Aber wir schließen einfach die Tür gleich hier wieder hinter uns. Wo ist es? Da ist der Betätiger der Tür. Betätigung gewesen. Wow! Da hat mich ein Sensenklau überrascht. Obwohl ich davor noch ein paar Sekunden nachgedacht habe, dass da hier eigentlich einer spawnen könnte. Wäre es ein Brutlord, dann wäre die Gruppe jetzt wahrscheinlich vernichtet gewesen. Okay, aufpassen. Die Höllenfeuer verursacht übrigens keinen Feuerschaden, sondern ist eine Säurewolke, die die Gegner dann zersetzt. Sehr schön ist halt, dass die Säurewolke so eine Sekunde bestehen bleibt. Und die Gegner halt auch betäubt. Halt, die werden, wie soll man sagen, gehindert an ihrer Fortbewegung. Sehr schön für große Gegnergruppen. Da flackert das Radar, dann haben wir irgendwo einen Unsichtbaren. Oh, okay, da war er. Ja, aber er hat mich nicht bekommen. Glück gehabt. Da ist noch einer. Ja, nochmal einen richtigen Augenblick geblockt. Ja, ich muss erstmal nachladen. Munition alle. So, wo müssen wir lang? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, wir gehen zum Missionsziel. Hab gerade die Orientierung verloren. Drei Relikte müssen wir aufgesammelt haben. Eins war noch auf der anderen Seite, wo wir gestartet haben. Das Level. Bei der anderen Treppe und das heißt, zwei müssten, glaube ich, noch fehlen. Die Map hat, glaube ich, fünf Stück. So, das Radar zeigt von vorne und. Move to this point. Da war ein Zeiger. Der hätte mich fast bekommen. Aber ich habe ihn zum Glück noch getroffen rechtzeitig.
Der würde massiven Schaden verursachen aus Entfernung. Raketenwerfer? Ja, den haben wir bekommen. Übrigens, nachladen könnt ihr abbrechen, indem ihr einfach blocken drückt. Dann brecht ihr das Nachladen ab. Okay. Wie ist er jetzt hier hochgekommen? Ich will mal schnell diese Brücke verlassen. Da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Jetzt geht's in diesen Raum. Und da müssen wir halt einen Roboter beschützen. Nee, gar nicht. Ist kein Roboter, es ist ein Dingens. Einfach die Schlösser hier zerstören, damit sie nicht mal raushüpfen können. Ja. Solide gemacht. Wenn ihr M drückt, um die Map zu öffnen, könnt ihr übrigens dabei blocken und schießen und nachladen. Geht's hier links, ja, durch eine Tür, die Tür verschließen. Das ist das Spielprinzip von Tür zu Tür, Tür verschließen. Hier ist wieder eine Tür. Die verschließen mal wieder. Oder auch nicht. Okay. Ne, die Position müssen wir verteidigen. Während der Apothecary die Drüsen erntet, Problem ist halt gefährliche Stelle. Von hinter uns kommen sie, von vorne kommen sie, von allen Seiten kommen sie. Ich denke mal, ich hüpfe mal runter. Da fühle ich mich wohler, weil hier hat man das Geländer hinter ein und dann können sie nicht von hinten an attackieren. Oben ist der Fortress-Balken und wenn der voll ist, dann haben wir es geschafft. Und dann wird das nächste Missionsziel kommen. Radar zeigt an von hier und da. Da ist, kommt auch noch einer. Kommt noch einer. Ja, da. Und da. Okay, das habe ich ja mal krass verfehlt. Aiming on point. Aber den habe ich getroffen. Sogar direkt. Okay, der wollte mich anspucken.
Da ist noch einer, der explodiert. Dieses Kichern, auch ein Unsichtbarer auch noch. Wenn ihr dieses Kichern hört, das sind immer die explodierenden Jeans-Dealers. Die Selbstmord-Attentäter. Noch ein paar Sekunden. Dann haben wir es geschafft. Und der Apple Carry ist dann auch zufrieden. Hat er genug rum. Oh, der Kopf ist sogar weg. Da hat jemand den Kopf gegessen. Hybrids are entering this area through a freight platform. Destroy the elevated drives to block their way. Jetzt geht's zum nächsten Missionsziel. Ah, das Radar flackert, da ist irgendwo ein Unsichtbarer. Nee, der ist schon tot. In dieser Map ist der Mittelpunkt der Map praktisch der zentral, wie soll man sagen, der Knotenpunkt. Von dort kommt ihr zu allen Seiten der Karte. Halt, wenn ihr nicht wisst, wie ihr nach links, nach Nord, also nach Nord, Westen, Süden, Osten kommt von der Map, von der Karte einfach in die Mitte laufen und hier sind überall Eingänge, links, rechts, mehrere, oben, unten. Und dann kommt ihr zu jedem Punkt der Karte. So, die Tür schließen. Oh, ja, da war ein Unsichtbarer. Aber er hat uns zum Glück verfehlt. Das hätte böse ausgehen können. Jetzt sind wir wieder am Startpunkt der Map. Links haben wir das Relikt noch nicht eingesammelt, nur auf der Seite sind wir lang gelaufen. Hier aktivieren wir einmal den Lift. Das ist so eine Art Fahrstuhl. Der fährt dann hoch. Und wenn er hochgefahren ist, muss man 4 Bomben platzieren. Und wenn man die Bomben platziert hat, dann zerstört sich der Lift einfach nur. Okay, da haben wir einen Sensenclown. Der Raketenwerfer ist, das weiß ich nicht. Hier schießt jemand mit einer RPG auf uns. Ah, okay, einer fehlt noch. Eine Bombe. Oh, da war ein Zeiger. Hat mal Glück gehabt, der hat uns tatsächlich verfehlt. Mal die Tür zu. Ist uns noch jemand beigetreten? Ein komplett neuer Spieler, Level 8. Ich fürchte aber, er wird nicht lange mithalten können. Aufgrund fehlender Upgrades und Spielerfahrung.
laufen wir mal schnell durch. Komm, gehen wir mal hier lang. Ich glaube, das müsste die direkte Verbindung sein. Oh, ein Brutlord. Das ist nicht gut. Na, jetzt müssen wir mal. Ja, wir haben es noch geschafft. Glück gehabt. In 3 Sekunden habe ich auch wieder die Heilung parat. So. Haben wir nochmal hochgeheilt. Ah, jetzt hängen wir hier in einer sehr blöden Ecke fest. Aber das haben wir auch gemeistert. Mit dem schweren Flammenwerfer von unserem russischen Chaplain, da kommen wir durch. Da kommt keiner von da vorne. Wir sind auf dem Radar gucken können, hätte ich es gewusst direkt. Ah, jetzt haben wir alles auf Ablenkzeit. Die Heilung, was war das? Jetzt habe ich im Chat mal kurz den Cooldown reingeschrieben, noch 12 Sekunden für die Heilung. Oh, der ist echt über alle drüber gesprungen. So, jetzt können wir die Tür hinter uns verschließen. Das Radar flackert, das heißt immer mal wieder ein Unsichtbarer. Komm durch, ja, perfektes Timing, um die Tür zu verschließen. So, hier vorne ist das nächste Missionsziel und zwar unten. Das heißt, da müssen wir hier wieder durch. Wo wir vorhin den Brutlord besiegt haben. Mit dem Tier irgendwie kaputt bekommen, die war sehr widerstandsfähig. So springt man jetzt drauf. Genau, dann hier einfach runterhüpfen und ihr habt ein kostenloses Portal. Das euch heilt, könnt ihr die Klasse wechseln. Einmal die Karte öffnen, dann kann man wieder blocken, nachladen, schießen. Wenn man noch entriegelt oder verriegelt die Tür, je nachdem. Vorne ist das nächste Missionsziel.
denn das? Kann ich nicht lesen. Statt nur aufsammeln. Status acceptable. Proceed to the next area. Und damit hätten wir die Mission erfolgreich abgeschlossen. So freuen sich Astartes, der Deathwing, mit Kerzenlicht über einen Sieg. Dann danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Über ein Like und Abo würde ich mich freuen. Wie immer könnt ihr Kritik, Anregungen oder was auch sonst auf dem Herzen liegt in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Der Imperator beschützt und tschüss.